Diese Rakete hier wird gleich starten und 4 Wissenschaftler zur Weltraumstation ISS bringen. Der Countdown läuft und unser Reporter Harro Füllgrabe ist live mit dabei und kommt den Astronauten so nah wie kaum jemand zuvor. Kommen Sie mit. Kurz vor dem Start. Bis jetzt war ich eigentlich ganz cool, aber jetzt steigt sogar bei mir die Nervosität. Ein Raketenstart auf dem größten Weltraumbahnhof. Und Harro ist von Anfang an dabei. 6 Uhr morgens. Harro kommt an, am Weltraumbahnhof Baikonur. Von hier soll eine Raumkapsel ins All starten. Heute soll die Rakete zur Startrampe. Das hier vorne muss eigentlich... Geht nicht anders. Das muss eigentlich die Halle sein, aus der die Rakete dann nachher rausgefahren wird. Für den Start hat sich Harro auf den Weg nach Kasachstan gemacht. Hier liegt der Weltraumbahnhof Baikonur. Nirgendwo sonst auf der Welt starten so viele Raketen. Bei Harros Ankunft sind es noch 3 Tage bis zum Start. Ein Zug bringt die Rakete zur Abschussrampe. Das ist etwas ganz Besonderes, denn ich habe selber noch nie einen Raketenstart miterleben dürfen. Das ist aufregend. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Wir mussten viele Anträge losschicken, um eine Drehgenehmigung für das Gelände zu bekommen. Mit uns sind wenige andere ausgewählte Pressevertreter vor Ort. Harro ist nur wenige Meter von der Soyuz-Rakete entfernt. Ich muss zugeben, ich habe es mir vielleicht insgesamt ein bisschen größer vorgestellt, weil da vorne sollen ja letztendlich 2 Astronauten rein. Aber es ist trotz allem gigantisch. Die Rakete misst 33 Meter, Leergewicht 30 Tonnen. Ein Mantel aus Aluminium und Stahl. Innen Hightech. Betankt wiegt die Rakete später 300 Tonnen. Die internationale Raumstation umkreist die Erde in 400 Kilometern Höhe. Um dahin zu kommen, braucht die Rakete viel Treibstoff. Die Astronauten in der ISS machen Experimente in der Schwerelosigkeit. Die Besatzung aus verschiedenen Ländern wechselt. Auch der deutsche Alexander Gerst war vor kurzem auf der Raumstation. Baikonur ist der größte Weltraumbahnhof. Über 6700 Quadratkilometer. Die frühere Sowjetunion gründet Baikonur als Testgelände für Interkontinentalraketen im Februar 1955. Zu dieser Zeit befinden sich die Sowjetunion und die USA im Kalten Krieg. Ein Wettrüsten auf beiden Seiten. Auch im All. Lange Zeit haben die Russen die Nase vorn. 1957 schicken sie Sputnik 1, den ersten Satelliten, ins All. Einen Monat später wird Hündin Laika als erstes Lebewesen in den Weltraum geschossen. 12. April 1961. Der Russe Juri Gagarin fliegt als erster Mensch ins All. Diese Missionen starten alle in Baikonur. Erst mit der Mondlandung 1969 können die USA die Sowjetunion überholen. Heute sind aus Gegnern Partner geworden. Auf der ISS arbeiten amerikanische Astronauten und Kosmonauten, so nennen die Russen ihre Astronauten, gemeinsam. Rund um Baikonur brodeln Krisenherde, deshalb die hohe Militärpräsenz beim Raketentransport. Und die Angst vor Spionage ist nach wie vor groß. Vom Weltraumbahnhof Baikonur starten viele Satelliten. Die brauchen wir für Fernsehen, Verkehrsnavigation oder Wettervorhersagen. Es dauert nur wenige Minuten und die Rakete steht senkrecht. Auch jetzt schon, ohne dass die Rakete jetzt unmittelbar abhebt, ist es unfassbar beeindruckend. Die Arbeitstürme klappen hoch. Bis kurz vor dem Start arbeiten auf ihnen Techniker an der Rakete. Eine drehbare Plattform bringt die Rakete bereits in die exakte Startposition. Alles folgt einem genauen Plan. Der Start ist einer der gefährlichsten Momente in der Raumfahrt. Immer wieder kommt es in der Geschichte zu schweren Unfällen. 1960 ereignet sich der wohl schwerste Unfall in der Raketentechnik. Beim Start explodiert eine militärische Interkontinentalrakete in Baikonur. 126 Menschen sterben. 1986 zerbricht die US-Raumfähre Challenger 73 Sekunden nach dem Start. 2003.
Beim Start der Columbia wird das Hitzeschild der Raumfähre zerstört. Bei der Landung zerbricht die Columbia. Alle 7 Besatzungsmitglieder sterben. Da steht sie jetzt. Unsere Rakete. In den nächsten Tagen laufen die letzten Vorbereitungen. Mitarbeiter checken nochmal die gesamte Technik. Haru hat etwas Freizeit. 2 Tage vor dem Raketenstart. 20 Kilometer entfernt vom Weltraumbahnhof liegt die Stadt Baikonur. Hier leben die Mitarbeiter und ihre Familien. Eine ganze Stadt im Zeichen der Raumfahrt. Der Originalnachbau einer Soyuz-Rakete steht mitten im Wohngebiet. Um den Weltraumbahnhof vor Spionage zu schützen, ist die Stadt komplett abgeriegelt. Nur mit Ausnahmegenehmigung kommt man rein oder raus. Ein Bus der russischen Weltraumbehörde bringt Haru zum Raketenbahnhof. Früher gehörte Baikonur zur Sowjetunion. Eigentlich liegt es heute in Kasachstan. Aber Russland hat den Weltraumbahnhof gepachtet. Also wir müssen hier immer wieder unsere Kameras ausschalten, weil es irgendwelche Orte oder Gebäude gibt, die unter Geheimhaltung liegen. Ich selber kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein könnte, weil das meiste, was man hier sieht, ist eigentlich nur flache Steppe. Haru nutzt den freien Tag, um zu testen, wie es sich anfühlt, in einer Raumkapsel zu sitzen. Dafür hat er sich im Weltraummuseum mit der Direktorin Antonina Bogdanova verabredet. Sie zeigt ihm die Raumanzüge. Sie haben sich über die Jahrzehnte extrem verändert. So zusammengekauert sitzen die Astronauten bei Start und Landung. Aber warum hockt ihr da so eng zusammen? Am sichersten ist die Embryo-Haltung, in der Knie und Kopf auf gleicher Ebene sind. So sind die Organe am besten geschützt. Egal wie der Astronaut sich dreht, die Blutzirkulation kann nie unterbrochen werden. Du kannst die Haltung in der Kapsel mal ausprobieren und dir dann überlegen, ob du in den Kosmos fliegen willst. Okay, ja dann, das ist ja schon ein Eck, hier reinzukriechen. Wow. In so einer Kapsel sitzen die Astronauten bei Start und Landung. Über mehrere Stunden. Die sind zu zweit, das heißt, man ist wirklich wie in einer Sardinenbüchse. Also es ist für mich unvorstellbar. Und wenn man hier auch nur ansatzweise Platzangst hat, dann ist es vorbei. Wirklich krass. Nur noch einen Tag bis zum Start. Seit den 90er Jahren ist es Brauch, dass ein orthodoxer Priester die Rakete segnet. Für das Ereignis sind auch die Erbauer der Raumfähre gekommen. Nicht nur die Rakete wird geweiht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Diese Kombination aus moderner Technik, Hightech und dem Segnen durch einen orthodoxen Priester finde ich irgendwie ganz charmant, denn da verschmelzen im Prinzip zwei Welten miteinander. Haru ist zu einer Pressekonferenz geladen. Hier wird er zum ersten Mal die beiden Astronauten sehen, die am nächsten Tag ins Weltall fliegen. Was ich irre finde, ist, sie sind durch Glas abgetrennt. Das heißt, wahrscheinlich vermute ich mal, dass es tatsächlich wegen der Gesundheit ist, dass die überhaupt gar keine Bakterien abbekommen. Und es könnte ja sein, dass irgendjemand hier einen Schnupfen hat oder so. Es kann tatsächlich passieren, dass Astronauten wegen einer Erkrankung nicht starten können. Daher gibt es immer eine Ersatzmannschaft. Der Amerikaner Jack Fisher fliegt zum ersten Mal ins All. Deshalb an seiner Seite der erfahrene Russe Fjodor Ljutschichin. Er fliegt schon zum 5. Mal. Haru darf an beide Fragen stellen. Wenn wir über persönliche Sachen reden, gibt es etwas Persönliches, was Sie mitnehmen können? Meine Frau stellt mir jedes Mal ein Familienfotoalbum zusammen und packt es ein. Danke, meine Süßen. Ich nehme auch private Fotos mit, wie Fjodor. Kleine Geschenke von Familie und Freunden, solche Sachen eben. Sie fliegen, glaube ich, zum 5. Mal hoch. Ist es mittlerweile Routine oder sind Sie immer noch aufgeregt? Es ist in keinem Fall Routine. Ich bin aufgeregt vor dem Flug. Der Flug wird anders als der vorherige, denn jeder Flug ist einzigartig. Und vor mir liegen interessante Aufgaben. Ich freue mich wirklich darauf.
Meine letzte Frage, Mr. Fischer. Wie geht es Ihnen? Für Sie ist es das erste Mal. Sie haben viel dafür trainiert, aber morgen ist der große Tag. Wie fühlt sich das an? Sind Sie nervös? Es fühlt sich noch nicht real an. Ich denke, ich werde morgen etwas ausflippen, wenn ich die Rakete sehe. Das wird unglaublich. Ich kann es kaum erwarten. Die Familien sind auch da. Sie nutzen die Chance. Bald sind die Astronauten ein paar Monate im All. Haru kann die Tochter von Jack Fischer sprechen. Die Aufregung überwiegt unsere Nervosität. Wir freuen uns so mit ihm. Das ist sein Traum, seit er 6 Jahre alt ist. Und endlich wird er wahr. Morgen ist der große Tag. Und es sind nicht mal mehr 24 Stunden. Wie bleibt ihr in Kontakt? Wir genießen jede Minute mit ihm und sprechen so oft es geht im All mit ihm. Aber das Wichtigste ist, die Liebe meines Vaters endet nicht auf der Erde, sondern geht mit ihm zur ISS. Über Internet können die Astronauten während der Zeit im All in Kontakt mit Familie und Freunden bleiben. Der große Tag. Heute fliegen die beiden Astronauten von Baikonur aus ins All. Seit fast 2 Stunden wartet Haru mit 100 anderen auf die Verabschiedung der Astronauten. Die Familien dürfen die Astronauten sehen, aber nicht mehr. Seit 20 Tagen sind die Raumfahrer in Quarantäne. Körperkontakt ist verboten. Begleitet von der Musik, zu der bereits Juri Gagarin zum ersten Flug ins All startete, gehen die Astronauten zu ihrem Bus. Der bringt sie zur letzten Station vor dem Abflug, dem Anziehen der Weltraumanzüge. Das ganze Spektakel hat vielleicht 2,5 Minuten gedauert. Es war mehr los, als ich dachte. Die werden hier tatsächlich gefeiert wie die Popstars. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum tatsächlichen Start ins All. Gut abgeschirmt erhalten Jack und Fjodor ihre Raumanzüge. Nur unser Kameramann darf dabei sein. Mitarbeiter checken die Druckanzüge. Im All herrscht ein Vakuum. Die Anzüge sichern die Vitalfunktionen der Astronauten. Vor dem Abflug können diese ein letztes Mal mit ihren Familien sprechen. Der letzte offizielle Auftritt. Die beiden Astronauten treten vor dem Chefkonstrukteur und der Kommission des Weltraumbahnhofs an. In nicht mal 3 Stunden sind sie beide schon auf dem Weg. Per Rakete ins Weltall. Zur ISS. Die Familien müssen jetzt Abschied nehmen. Erst im September werden sie sich wiedersehen. Wenn alles gut geht. Die Familien haben sich tatsächlich zum letzten Mal gesehen. Man hat es bei der amerikanischen, aber auch bei der russischen Familie gemerkt. Die sind in Tränen ausgebrochen. Und das ist jetzt der Moment, wo sie nicht genau wissen, ob alles gut läuft. Denn gerade der Start und später auch die Landung sind die gefährlichsten Momente für die Kosmonauten. Ein Raketenstart ist ein genau getakteter technologischer Kraftakt. Eine Sojus-Rakete besteht aus verschiedenen Stufen. Die 4 Raketenantriebe, die sogenannten Booster, gehören zur 1. Stufe. Die 2. Stufe ist das Kerntriebwerk. Die 3. Stufe besteht aus einem weiteren Antrieb. In ihr befindet sich die Raumkapsel. Nach dem Start passiert Folgendes. Nach 1 Minute und 58 Sekunden ist der Treibstoff der Booster verbraucht. Die 1. Stufe wird abgeworfen. Nach 2 Minuten und 39 Sekunden die Schutzhülle der Kapsel löst sich. In 170 Kilometer Höhe zündet die 3. Stufe. Die 2. Stufe mit dem Kerntriebwerk wird abgestoßen. Nach etwa 8 Minuten tritt die Sojus in die Umlaufbahn der Erde ein. Die 3. Stufe schaltet aus, wird ebenfalls abgeworfen. Die Raumkapsel ist jetzt von der Rakete getrennt und fliegt zur ISS. Nur noch 1 Stunde bis zum Start. Die Astronauten sitzen bereits in ihrer Kapsel. Was die beiden so kurz vor dem Start machen, erfährt Haru von Sergei Rasansky.
Er gehört zur Ersatzmannschaft und war schon im All. Was geht gerade im Kopf der Astronauten an Bord vor? Was machen die gerade? Als erstes checken sie alle Schalter und Systeme. Dann haben sie 15 bis 20 Minuten Pause, können etwas entspannen. Mediziner checken nochmal ihre Gesundheit und dann hören die Astronauten Musik. Also jetzt dauert es nur noch ein paar Minuten, dann heißt es Take-off, dann startet die Rakete. Bis jetzt war ich eigentlich ganz cool, habe alles nur so interessiert aufgesaugt, aber jetzt steigt sogar bei mir die Nervosität. Also 6 Stunden braucht die Sojus zur ISS in 400 Kilometern Höhe. 26 Millionen PS befördern die Rakete in den Weltraum. Eine unglaubliche Wucht. Der Boden des gesamten Areals bebt. Ich vibriere noch, weil ich das alles spüre. Das war so eine Kraft in der Rakete und ich bin so erleichtert und froh. A, froh, weil ich es erlebt habe und erleichtert, weil alles gut gegangen ist. Boah.